Ja gut, Tag allerseits. Ihr seht den Freunde fürs Leben Bar Talk und bei mir zu Gast ist Bosse. Hallo. Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir wollen über Verschiedenes sprechen und gleich zum Einstieg eine Sache, über die ich mit dir schon lange sprechen wollte. Melancholie in der Musik. Ja, ist kein unwichtiges Thema. Nee, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe, wenn ich deine Songs höre, das Gefühl, dass Melancholie für dich ein sehr wichtiges Element ist, nicht nur in der Musik, sondern überhaupt ein großes Thema im Leben. Ist es so? Ja, also es ist offenbar für mich so als Musikhörer immer schon so gewesen, dass mich die Nummern, die vielleicht ein bisschen allgemein trauriger anmuten, offenbar schneller bekommen oder ich dann länger was davon habe oder ich da mehr Anhaltspunkte gefunden habe. Und so ist es eigentlich, glaube ich, auch in meiner Musik. War das immer so? Also ich glaube bis 2012 oder so. Ich finde jetzt so das neue Album ist mehr Dur. Ist ein bisschen duriger geworden. Ja. Wobei die Melodien sind eigentlich immer noch Moll, aber das, was ich sage, ist nicht mehr so Moll. Mhm. Und aber sonst, ja, stimmt es schon, dass ich finde, dass so dieser, die Türken würden eben sagen, es gibt da zum Beispiel so einen Song, den ich super finde, einen türkischen Song, meine Frau ist Türkin, da sitzt man so am Meer und singt so Mavi, Mavi, Masmavi und schaut eben so in die Ferne und das ist, glaube ich, so ein ganz guter Song, den müsst ihr googeln, was für mich so Musik bedeuten kann. Also das ist so allgemein so alles Gute, alles Schlechte, die Liebe, den Hass, den Frust, alles so einfängt und so verpackt in einer Sache und dann docke ich so an. Würdest du dich generell eher als Moll-Typen bezeichnen? Es ist ja tatsächlich so, dass man Leute danach klassifizieren kann, ob sie Dur oder Moll sind. Also ich habe so ein hundertprozentiges Prüfsiegel, ich bin Moll. Ich bin Dur. Ja? Ja. Also bei mir ist es eben schon so, ich stehe morgens super früh auf. Ich freue mich immer, also ich freue mich wirklich jeden Morgen. Ich bin eigentlich schon, seitdem ich denken kann, auch in meiner verrückten Zeit in Berlin, bin ich eben, auch wenn ich um 4 ins Bett gehe, stehe ich um 6, 6:30 auf und mag so den Morgen und habe, glaube ich, da ziemlich viel durige Kraft. Das Moll kommt dann eher abends oder einfach nur, weil ich es eben mag und weil das auch ganz gut zum Dur passt als Gegenpart. Siehst du, ich bin halt eine totale Eule. Also ich funktioniere vor 18 Uhr nur so auf halber Kraft. Ich stehe eigentlich nie vor 12 auf. Und alles Wichtige in meinem Leben mache ich im Dunkeln und deswegen war auch die Musik immer so, dass ich sie im Dunkeln gehört habe und dass sie dazu auch gepasst hat. Ich bin ein alter Goth auch zum Beispiel. Oh ja, okay. Mhm. Und da bist du aber noch einen Schritt mehr im Boller, als ich das je war. Ja. Wobei du ja immer ganz gut den Dreh hinbekommst, dass deine Texte sich mit ernsten Dingen beschäftigen, auch mit den Höhen und Tiefen des Lebens, aber einen immer so nach hinten raus mit einem guten Gefühl entlassen. Ja, aber ich finde auch, dass das Leben so ist. Also mein Leben. Ne? Mhm. Und davon, ich kann eben nur über mein Leben oder das Leben, was ich so beobachte, singen. Und ich glaube an die guten Ausgänge. Und ich glaube daran, dass Situationen sicherlich schwierig sind oder total traurig oder noch schwieriger oder unlösbar erscheinen, also genau in solchen Momenten. Aber dass es dann irgendwie da immer auch einen Weg raus gibt, so platzig das anhört. Ja, für das, was du gerade gesagt hast, da wäre ja zum Beispiel der Text von So oder So ein Paradebeispiel. Wenn man, du bist so der Licht am Ende des Tunnels-Typ. Kann man das so sagen? Ja, also ich bin vor allen Dingen, So oder So ist ein sehr, und das kann ich mir eigentlich gar nicht anmaßen, aber ich finde es ein ziemlich altkluges Lied. Also das ist so, ich habe das eigentlich für meine kleine Nichte geschrieben, die mitten in der Pubertät hängt, ne? Und ich mag diese Pubertät eigentlich ganz gerne, weil da passiert ja Folgendes, dass man sich so abkapselt, dass man hormonell durchgeschüttelt wird. Das war bei mir übrigens auch richtig schlimm. Dass man Perspektiven sucht, dass man die Liebe sucht, dass man irgendwie Haare auf der Brust kriegt oder Brüste bekommt. Also ein totales Durcheinander. Und in dem Song, den habe ich wirklich für sie geschrieben. Mhm. Also sie wurde das erste Mal verlassen, sie wurde das erste Mal enttäuscht. Und dann habe ich eben so ein Lied geschrieben aus so einer, ich bin eben auch erst 34, altklugen Sicht, dass ich eben einfach nur gesagt habe, und das war auch so Inhalt unseres Gesprächs, dass ich eben gesagt habe, es ist jetzt wirklich total traurig, aber am Ende wirst du es genauso vergessen haben, wie die Mathearbeit, die du letzte Woche verhauen hast. Und aber für sie ist es ja in dem Moment ja total wichtig, aber ich kann ja das dann eben sagen. Und deswegen ist es eben so altklug gedacht und vielleicht auch ein bisschen unfair, ne? Weil man kann immer von außen sagen,
du, ich verspreche dir, es wird sich alles zum Guten fügen, gerade in Sachen Liebe, du bist so ein tolles Mädchen. Und der Typ war jetzt wirklich auch ein Idiot, er war auch wirklich ein Idiot. Und dann kann man das eben so erklären und dann habe ich eben dieses Lied geschrieben. Also das Ding ist ja, du kannst diesen Song, den du für eine 13-Jährige geschrieben hast, den kannst du ja ständig wiederkehren in deinem Leben. Holt dich das ja ein, was sie als 13-Jährige erlebt hat. Auf jeden Fall. In der Essenz verändert sich das ja gar nicht. Also, richtig. Ne, man wird verlassen und man hat genau das gleiche Gefühl, das man mit 13 hatte. Man ist vielleicht ein bisschen reflektierter und denkt sich, ja, jetzt weiß ich schon, fünfmal wurde ich verlassen. Es wird immer mal gut. Beim ersten Mal hast du die Erfahrung natürlich noch nicht. Aber trotzdem ist es dieser Kreislauf, den du auch versuchst zu beschreiben, dass man immer nach vorne guckt und das Schöne im Leben sucht, egal wie viele Rückschläge man auch erfahren muss. Also ich glaube ja wirklich, dass es die einzige Möglichkeit ist. Also ich glaube auch dafür ist das Leben auf eine Art und Weise auch da. Also ich, und manche haben da mehr Glück und manche weniger. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis so viele Leute, die einfach echt Pech in Sachen Liebe haben und auch Pech in Sachen Beruf und die ich dann manchmal 3 Wochen lang nicht sehe und plötzlich ist alles anders und total gut. Ein Kompliment, das ich dir schon lange machen wollte. Du hast, wie ich finde, mit 3 Millionen einen der besten Songs geschrieben, die es jemals aus diesem Lande gab. Dankeschön. Der begleitet mich auch schon eine ganze Weile und ich freue mich immer, wenn ich Gelegenheit habe, den zu hören, wenn er bei Shuffle wiederkommt oder irgendwann mal im Radio. Und da habe ich immer das Gefühl, dass du wirklich so, ja fast schon so eine Generationshymne geschrieben hast. Also für diesen Zustand in der Großstadt so ein bisschen verloren zu sein. Wie kam speziell der Song zustande? Aus welchem Grundgefühl bei dir heraus? Na, Grundgefühl war, ich aus Braunschweig nach Berlin gezogen, was für uns Braunschweiger, wir sind ein ganz kleines Dörfchen, so kann man das sagen, immer schon ganz, ganz viel mit Panik auch zu tun hat. Dann bin ich eingezogen hinten am Ringcenter in eine ziemlich hässliche Wohnung mit meinem Kumpel Tobi, mit dem habe ich immer auch schon so zusammen gewohnt. Und ich hatte kein Geld, ich habe jeden Tag einen Döner gegessen, dafür hat das Geld gereicht. Ich habe ein Billigregal gehabt und 3 Kartons und eine Matratze und so bin ich losgetigert, jeden Abend. Klassische Biografie eigentlich, ne? Wenn man nach Berlin kommt. Ja, so ging es los. Und das Krasse bei mir in meiner Berliner Zeit war aber auch, dass sich das einfach auch nicht verändert hat. Also das ist einfach auch 2 Jahre erstmal so geblieben. Mhm. Alles so ein bisschen ungemütlich und irgendwie lost und nicht genug Geld, habe dann viel so gejobbt. Und vor allen Dingen aber auf der totalen Suche nach jemandem, der Lust auf mich hat. Das war am Ende ja die Wahrheit. Ja. Und aber immer auch so dieses Gefühl zu haben, nie so richtig zu Hause zu sein. Und das Ganze jetzt ins Positive rüberzuziehen. Alles das, was ich sage, fand ich total toll. Also nichts zu haben, wo man so andocken muss. Also ich glaube, das war auch so meine Abkapselung von meinem Elternhaus, von meiner alten. Ich fühle mich wirklich zu Hause, WG in Braunschweig, musste ich hier so verloren gehen. Und ja, darum ging das und darüber habe ich das geschrieben. Wenn du jetzt zurückguckst auf diese Zeit, die du hier mit Döner und Billigregal in Berlin verbracht hast, findest du, dass die im Nachhinein wichtig war für das, was du jetzt erlebst? Oder sagst du, das hätte auch 1 Jahr gereicht davon? Nee, also das hätte nicht gereicht. Weil es reicht ja auch immer nur so weit, also in so einer Situation kann man ja auch nicht so richtig Stopp sagen. Und das muss ich, glaube ich, ergeben. Also so war das bei mir auf jeden Fall immer, dass ich selten in, also wenn ich nach Spanien gezogen bin, das habe ich irgendwann auch mal gemacht, hätte da nicht irgendwer gesagt, hier, ich möchte gerne bei dir Schlagzeug spielen und ich möchte bei der Gitarre spielen, dann wäre ich nie zurückgekommen und hätte dann Bosse gemacht, hätte ich keinen gefunden oder so. Mhm. Es brauchte immer so einen konkreten Grund. Ich von mir aus selber bin nicht so der Typ, der so verändert, das weiß ich. Also das ist auch so eine kleine Schwäche vielleicht von mir oder das sehe ich so selber als Schwäche. Und die Zeit, die war total wichtig, sonst hätte ich auch meine Frau nicht kennengelernt. Ja. Zum Beispiel. Oder sonst hätte ich 3 Millionen nicht geschrieben. Mhm. Und sonst hätte ich, würde ich mich nicht so gut mit Döner auskennen. Ich bin jetzt mit einer Türkin zusammen. Wenn ich in der Türkei bin, kenne ich mich sehr gut mit Döner aus. Weil ich habe in meinem Leben in den Jahren mindestens 730 Döner gegessen. Mit alles und so. Und ja, also deswegen, ich bereue da nichts. Also auch das ganze Zeugs, auch die ganzen Songs auf meinen Alben, die ich heute echt komisch finde. Oder meine Stimme, so auf dem ersten Album, die klingt wirklich wie so eine Mickey Maus. Oder dieses ganze Pathetische, was da so ist. Oder
was ich wirklich dann teilweise heute schlimm finde, ey, das gehört alles mit dazu. Habe ich alles gemacht, fand ich alles super. Und deswegen bin ich hier jetzt heute und wir unterhalten uns. So sehe ich das Leben. Schönes Schlusswort. Dankeschön. Na, schönes Gespräch, danke. Vielen Dank. Habe ich zu viel gelabert? Na, um Gottes Willen. Nee, das war sehr, sehr erhellend und interessant.